Hey Leute, willkommen zu einer neuen Folge Rocket. Lasst uns heute mal direkt einsteigen. Ich bin nämlich motiviert, ich bin in Spiellaune und deswegen wird nicht lange gewartet, sondern direkt gestartet. 12 Spiele sollen es werden und ich habe ja in den letzten Wochen eine Achterbahnfahrt der Gefühle hinter mir. Serien mit gar keinem Spiel wechselten sich ab mit großartigen Serien mit 600-700 Punkten. Also, es ist hier ein wenig Action. Und nun schauen wir. Hier ist es ein wenig ärgerlich. Mein Partner sticht mit dem Kreuz Buben zuerst. Damit ist natürlich jetzt mein Karo Bube nichts mehr wert. Das bedeutet, wir können wohl hier nicht mit einem Sieg rechnen. Mein Partner wirft jetzt auch schon das Pik Ass ab, um da den Herz König zu halten. Wunderbar, der Stich bringt uns immerhin aus dem Schneider. Na, ist das nichts. 18 könnte ich mal bieten. Ja, mehr ist es aber auch nicht. Wenn gehalten wird, muss ich mich sofort verabschieden. Dazu ist dieses Spiel dann einfach zu dünn, ohne Dreien und ohne Seitenass. Dann sehen wir es auch, drei Reizungen sind unterwegs. Das verheißt eine gewisse ungleichmäßige Farbverteilung. Ich etwa die langen Herzen, mein Partner vermutlich lang Pik. Und deswegen wenig überraschend spielt der Alleinspieler Kreuz. Er hat mit Zweien. Das ist jetzt vielleicht doch schon ein wenig überraschend bei der Reizung. Und er hat auch 6 Trumpf. Ansonsten wäre die Trumpf 10 noch nicht von meinem Partner gekommen. Mein Partner kann jetzt nur noch den Herz Buben haben. Das bedeutet auch, ich wimmel eine kurze 10. Eine einfach bestellte 10 ist sonst eher so eine Schneider-Freikarte. Wenn überhaupt, dann ja, geht was mit einem teuren Stich. Gut, Herz Ass darf der Spieler natürlich auch nicht haben. Also da war bei dieser gleichmäßigen Trumpfverteilung nichts zu holen. Erneut sind wir gerade mal gut aus dem Schneider rausgerobbt. Im Moment fällt mir das häufig auf, dass ich so 4 gleiche Karten habe. Gut, mal sind es 4 Achter, mal sind es 4 Damen. In dem Fall sind es jetzt 4 Zehner. Ja, gut, ihr könnt es euch denken. Es gibt noch 2 Kartenkategorien, die mir da ein wenig lieber sind. Auf die habe ich richtig Bock, aber da musst du dann auch Geduld haben. So, Pik, alles klar, 20 gereizt, mein Partner wahrscheinlich Herz. Trotzdem erstmal lange Farbe ausspielen, gucken, ob in Kreuz was geht. So, und jetzt ist natürlich relativ deutlich, dass mein Partner hier unter seinem Ass ausspielt. Ich hatte auch die 10 schon in der Hand, aber dann denke ich mir, sowieso gar nicht so wahrscheinlich, dass die Kreuzdame bei meinem Partner sitzt. Aber selbst wenn, wenn ich jetzt mit der 10 raufgehe, nach einer Trumpfrunde werde ich wieder nicht ans Spiel kommen. Und dann liegt da womöglich sowas wie Herz 9, Herz 8, also noch schlimmer. Ich denke eher, der Alleinspieler hat, auch wenn ich nichts anbiete, hier gar nicht einen so leichten Stand. Na, er will nämlich nicht im Mittelhand kommen, sticht deswegen auch die Nullaugen, weil er wahrscheinlich eben auf einem Karo-Drilling steht. Und dann kommt jetzt hier die Herz 10 immer noch ins Spiel, ist immer noch rechtzeitig. Also denke, dass das eine ganz gute Idee war, nicht sofort mit der 10 zu laufen. Gut, es wird gar nicht mehr Trumpf gezogen, also wenn es ein 7-Trümpfer ist, dann ist jetzt auch schon Feierabend. Ja, und so ist es auch. Mein Partner hat keinen Trumpfstich mehr in der Hand. Ja, das dritte Mal kann ich sagen, gut aus dem Schneider, immerhin. Und jetzt, viertes Spiel. Ich würde sagen, das könnte jetzt mal meins werden. Das ist ein sehr schöner Ansatz. Also Kreuz reiz ich mindestens 24, doch wahrscheinlich sogar eher bis 36. Auch Kreuzhand würde ich reizen, wenn Vorhand mich dazu zwingt. Aber nein, das tut er nicht. Er passt auf 22. Wupp. Naja, Pik 10 passt schon. Ein Kreuz wäre mir allerdings noch lieber gewesen, damit wäre es ein bisschen deutlicher. Hier habe ich jetzt 2 Spiele zur Auswahl, Kreuz oder Pik. Die sind ähnlich stark. In Vorhand würde ich vielleicht eher den Kreuz spielen, jetzt in Hinterhand lieber das Spiel mit dem einen extra.
Trumpf mehr. Dann hoffe ich sehr, dass Spieler 2 in Vorhand auch den Herz gereizt hat und nicht die Handvoll Trümpfe hat. Das sieht aber auch ganz gut aus. Gerade wenn Herz Ass gleich so auf den Tisch kommt, dann deutet das auch auf eine gleichmäßige Trumpfverteilung hin. Wenn die Trümpfe ungerund stehen, dann wird mit den Vollen meist auch gegeizt. Ja, Trumpf sitzt ganz artig. Da kommt auch die Herz 10. Damit bin ich schon Sieger, und wenn ich jetzt nur einen schlanken Kreuzstich abgebe, dann habe ich hier sogar noch den Schneider. Und jawohl, da ist der Schneider. Rest bei mir, es fehlt nur noch Kreuz Dame, Trumpf sind alle raus, und ich gewinne mit 94 und bin auch im Rennen, habe meine erste Hausnummer stehen. Das war es allerdings auch schon wieder mit der Herrlichkeit, ein kurzes Aufflammen, Aufflackern, dann geht das Licht hier schon wieder aus. Gut, zum Glück können wir uns ja entspannt zurücklehnen. Ich kann mich sowieso beim Rocket einigermaßen entspannt zurücklehnen, weil ich eben dieses Final-Ticket mir schon gezogen habe in einer der ersten Wochen. Deswegen, ja, wahrscheinlich ist genau das der Grund, warum ich dieses Turnier hier dermaßen relaxed spielen kann. Ob ich nun ein Top-Ergebnis abliefere oder nicht, das ist gar nicht so entscheidend. Natürlich will ich hier immer eine gute Leistung bringen, und natürlich habe ich hier auch noch eine kleine Seitenwette am Laufen. Ja, und während ich das erzähle, hat Spieler 3 hier offenbar einen problematischen Rang, jetzt aber dann doch leicht hingezählt, weil die Kreuz 10 blank steht. Okay, hat er hier nur 4 Stiche? Ja, hat er wohl 20 gedrückt und kommt auf 63 Augen. Also gar nicht so ein guter Gang, aber immer noch gut genug. Wenn in Kreuz die 10 nicht gekommen wäre, hätte der Spieler wohl nicht den Buben gezogen und sein anderes Ass vielleicht auch noch nicht. Wäre einfach mit Kreuz vom Spiel gegangen, hätte geguckt, dass er noch ein paar Augen extra bekommt. So, jetzt ist aber meine Zeit im sechsten Spiel. Das ist ja wohl zu sehen. 3 Asse und 3 laufende Buben, zumindest die beiden alten, und Karo Buben in Vorhand, das ist doch klar, dass ich da in Richtung Grand gehe. So, nun kann man hier übrigens sehen, Drückung Karo König und Herz 10 macht das Spiel auf jeden Fall hundertprozentig unverlierbar. Dann gebe ich nur 4 Stiche ab und kontrolliere 4 volle selber, die berühmte Geschichte. Er ist aber auch mit 10 Augen im Keller nahezu unverlierbar, beziehungsweise ich denke, dass der auch nicht zu knicken ist, weil ich ja nicht vorhabe, einfach nur meine Stehkarten hinzuziehen. Und darüber hinaus rechne ich mir so deutlich größere Schneiderchancen aus, wenn nämlich hier zum Beispiel in Herz geschnippelt wird. Und das passiert auch. Hier sitzt die Karte jetzt ein bisschen krumm, Kreuz sehr einseitig verteilt, eine Kreuz war, glaube ich, auf den Buben abgeworfen, soll mich aber nicht tangieren. Ich spiele trotzdem gegen 3 fehlende Karos einmal unter durch und kann dann sogar froh sein, dass da eben die Dame reinfiel, denn jetzt liegen erst 14 Augen, womit der Schneider jetzt ziemlich greifbar wird, es sei denn, es kommt jetzt noch ein Abwurf und auf Pik fallen 2 volle, glaube ich aber nicht dran. Nein, ist auch nicht der Fall, Pik Dame und 10 nur gefallen, also Grand zweifach Schneider. Das sind die Hausnummern, die ich liebe, und schon bin ich Führender im Gesamtklassement. So schnell kann es gehen. Ja, Spieler 3 setzt aber sofort zum Kontern an, ist ein gutes Recht. Im siebten Spiel kommt wieder ein Grang raus, das habe ich mir natürlich nicht unbedingt gewünscht, gerade wo mein Partner auch noch mitgereizt hat. Vielleicht ist der Grang ja auch gar nicht so gut. Das wollen wir uns mal anschauen. Also Kreuz ist er frei, er hat höchstens die 3 unteren Buben. Und da kommt Herz Lusche offenbar nochmal unterm Ass. Okay, 3 Buben, 3 oder 4 Herzen, er sticht Kreuz schon wieder. Okay, 3 Buben und 4 Herz. Hat direkt abgeworfen, dann hat er wohl auch keinen Pik, also 3 Karos an der Seite. Gut, dann Ass 10 Lusche oder Ass 10 Dame.
Also wenn er Karo Dame selber führt, dann können wir nicht mehr rauskommen. Wenn mein Partner den Karo Dame Stich in der Hand hat, dann sollten wir rauskommen. Ja, da kann ich deswegen auch stechen. Gut, mein Partner liegt die Dame. Gut, dann sollte er den Stich noch mit der 9 machen. Ja, ich mache es vielleicht meinem Partner ein wenig einfacher übrigens, wenn ich doch noch nicht steche, wenn ich auf den Herz König warte, um dann mit einer Ladung den Stich zu bekommen. Oh, was war da denn eben? Habt ihr es gesehen? Da ist doch eben die Karo Dusche abgeworfen worden. Ja, und Karo 9 macht den Stich. Ja, das ist allerdings jetzt verdächtig. Also dann hätte mein Partner natürlich die Karo Dame noch nicht legen dürfen. Dann muss er diesen Stich bis zum bitteren Ende halten, damit wir rauskommen. Das ist doch, na, denke ich, eigentlich schon relativ offensichtlich, wo ich Karo 10 steche, dass der allein später ein Ass 10 Dusche in der Hand hatte. Gut, nun hat er den Schneider mitgenommen. Kleine Geschenke erhalten ja bekanntlich die Freundschaft. Brauche ich nicht zu sagen, oder? Na, so eine schwere Geburt kann das doch jetzt eigentlich nicht sein. Bei 23er Reizung, ganz harmlose Reizung. Gut, ich meine, ich habe zwei Buben dagegen. Das ist es dann aber auch. Muss alles bedienen. Aha, immerhin hat mein Partner ein Ass, 15. Tja, und das war natürlich gleich wieder ein Treffer für den Alleinspieler, 10 hochgespielt bekommen. Aber, jetzt wird es ja interessant. Ist das Ding etwa ohne Vieren? Sieht ja ganz so aus, sonst wird er doch den Buben ziehen. Dann ist natürlich Karo 10 wahrscheinlich im Keller, aber das nützt ihm dann ja auch nichts, denn der Volle ist erstmal weg. So, schade, jetzt hätte ich natürlich gern den siebten Pik gesehen, aber den hat mein Partner offenbar nicht. Ja, aber jetzt wird es natürlich bitter, denn weder das Karo Ass läuft, noch die Herz 10. Ich würde mal sagen, damit wird es schwierig. So, wollen wir meinem Partner die Chance geben, hier nochmal zu stechen. Oh, nee, tut er nicht. Eigentlich hätte ich gehofft, er sticht, aber das dürfte trotzdem noch für uns langen. Das kann dem Alleinspieler eigentlich noch nicht reichen. Gut, man kann jetzt sagen, so gut, so schlecht war der Gang ohne Vieren gar nicht. 59 bekommen, obwohl Herz 10 gestochen wurde und Karo Ass direkt gestochen wurde. Ja, einerseits. Andererseits, es fehlte ja auch noch das Pik Ass. Also es lief gar nicht so unglücklich. Pik 10 wurde hochgespielt, Pik stand 2-2. Also gegen eine Reizung, ein Gang ohne 4 mit nur 3 Assen. Gut, das ist immer ein großes Risiko. Ja, und für 59 kann der Spieler sich hier halt nichts kaufen. Da gibt es minus 240 und das, würde ich sagen, bedeutet für Spieler 2, dass er in diesem Turnier keine Schnitte mehr sieht. Was natürlich nicht heißt, dass er jetzt nicht noch weiter spielen dürfte. Ho, 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 ein Grand Hand hinterher. Ja, umso ärgerlicher in der Nachbetrachtung, dass dieses Ding ohne Vieren nicht ging. Und hier haben wir doch wieder das Momentum auf unserer Seite. Ich war so ein bisschen unsicher, wie überhaupt eröffnen, habe dann doch mal in die lange Farbe gegriffen mit der Dame. Alleinspieler schnippelt nicht und schnapp ist das Ass weg. Dann bin ich doch mal gespannt bei diesem Grand Hand, da der Kreuz König etwa im Stock liegt. So, Buben sind raus, wenn er jetzt nicht eine sehr überzeugende, aber er hat eine sehr überzeugende Beikarte. Er spielt auch völlig ohne Angst, sage ich mal, einfach weiter seinen Stiefel runter. Ja, ein Kreuz war mindestens im Stock. Das war also eine Ecke zu stark das Spiel, trotzdem Abstich sind wir hier nur aus dem Schneider gekommen. So, nun muss ich mich ja langsam auch mal fragen, wo möchte ich in dieser Liste hin? Drei Spiele noch, ich habe im letzten Päckchen keins bekommen. Ich möchte natürlich Spieler 3 erwischen und dann muss ich vielleicht auch mal in den sauren Apfel beißen und so ein Mickey Maus 5-Trumpf-Spiel hier reizen. Ja, es ist nicht gut, ich habe in der Beikarte mehr, mehr Bauchschmerzen, als dass ich Stärke habe. Da muss natürlich dann irgendwas drin liegen. Andererseits möchte ich die Liste auch nicht hier mit 300 beenden, da kann ich mir auch nichts verkaufen. Also sagen wir doch hier mal hopp oder top.
Kommen aber im 10. Spiel mit diesem Ansatz tatsächlich noch nicht ran. Wo 23 gehalten wird, bin ich mir sicher, dann wird auch 24 gehalten, dann brauche ich es hier nicht bis zum Exzess treiben. Dann gucken wir mal, was passiert. Erstmal einen Trumpf geschnappt. So, Kreuz König kann so gut wie nicht bei Alleinspieler sein. Ass und König ist eine typische Konstellation, wo geschnippelt wird. Deswegen bringe ich jetzt Kreuz auch nicht hinterher, sondern öffne mal eine neue Farbe. Guck mal, ob in Pik ich vielleicht meinem Partner hinten was freispiele, ob ich die in eine Stechfarbe treffe. Das war nicht der Fall. Ich weiß also noch nicht, ob Pik jetzt hier geholfen hat. Trumpf raus und Trumpf zurück. Ich habe jetzt Kreuz 10 auch noch gehalten, vielleicht hätte ich sie auch schon senken sollen, wollte aber auch erst noch mal meine andere schwache Farbe zeigen. Ja, gut, wo jetzt Trumpf zurückkommt, da, ja, da weiß ich nicht. Gut, jetzt natürlich hier Pech, mein Partner schnippelt, wenn er das Ass hat, dann wäre es natürlich gut gewesen, wenn er jetzt rankommt, aber ich habe ja nun mal den König abgeworfen und die Dame noch in der Hand, ich kann mich hier nicht ducken. Ansonsten könnte jetzt Karo Ass nachgezogen werden mit Kreuz 10 Wimmlung, so aber wird das nicht funktionieren. Ja, und deswegen habe ich jetzt drüber nachgedacht, gibt es doch noch eine Chance, und dann habe ich mir gedacht, gut, vielleicht hat er doch irgendwie den Kreuzkönig oben, ich konnte es mir nicht vorstellen, es war auch nicht der Fall, aber eine bessere Chance gab es jetzt auch nicht mehr. Gut, hier ist die nächste Gelegenheit, eine Lerche ein wenig zu testen. Ist ein bisschen stärker als eben schon in der Beikarte, immerhin habe ich noch eine bestellte 10 und das Ass auch bestellt, dafür aber auch nur in Mittelhand und der Alte fehlt mir, plus Vorhand reizt auch noch auf 20, aber es nützt ja nichts, ich wollte was bewegen und dann kommt die Findung Karo König und Lusche. Das ist natürlich, ja, einmal mehr Höchststrafe. Jetzt habe ich natürlich ein absolutes Rumpelspiel. So, dann kann man natürlich ganz, ja, ganz treu doof, nenne ich das dann immer mal, Kreuz 10 Lusche drücken und hoffen, dass Herz rauskommt, wir schnippeln können, Trumpf 3-3, steht Karo 2-2, alles ganz artig läuft, aber das Spiel ist doch viel zu schwach dafür. Wenn ein Spiel so schwach ist in Mittelhand gegen die Reizung, dann denke ich, es geht nur über einen gelungenen Bluff, es geht nur über den Hop- oder Top-Zug, ihr habt ihn öfters von mir gesehen. Wir müssen hier mal mit einer blanken 10 operieren und schauen, ob das irgendwie gut geht. Was Besseres sehe ich hier nicht. So, Herz kommt raus, hat er ja auch gereizt, den König habe ich gedrückt, okay, 15 Augen, soweit so erwartbar. Ja, und jetzt kommt die Herz 10 hinterher. Wenn er 4 Stück hat, dann kommt der Überstich, das wäre natürlich tödlich. Ich muss einfach hoffen, dass er nur die 3 Herzen hat und vielleicht ein 5-Trümpfer-Herz gereizt hat, in der Beikarte noch mit Karo vollen steht und Pik 10 irgendwie so, dass er deswegen gereizt hat. Also ich denke, ich muss hier mit dem Ass rauf, aber ja, ich habe es fast mir gedacht, es ist natürlich hart am Wind gegen diese Reizung. Nur wo will ich das Trumpfass sonst unterbringen? Gut, klar, vielleicht auf dem zweiten Kreuz, aber ich finde es in Ordnung, das hier versucht zu haben. Tja, da sehen wir es. Kreuz klappt, der Bluff mit der blanken 10 klappt. Jetzt wäre es vielleicht doch cool gewesen, wenn ich jetzt noch das Trumpfass hätte. 7 Augen mehr, wenn ich eben nur mit dem König gestochen hätte. Gut, da musst du aber auch Nerven wie Drahtseile haben, beziehungsweise wenn dann die Geschichte gut geht, Herz Ass, Herz 10 wird bedient in Hinterhand und du verlierst am Ende das Trumpf Ass, dann guckst du auch doof aus der Röhre. So, es fehlt natürlich noch eine Trumpf Lusche, deswegen kann ich jetzt auch nicht gewinnen, ich gebe noch einen Stich ab, obwohl Karo 2-2 stand. Gut, das Bild nehme ich mit, kriege ich noch den Kreuz König. Ja, tatsächlich, 53 Augen, das bedeutet 7 Augen mehr, hätten mich hier auch noch nicht gerettet. Also, das war auch für mich der Blattschuss. Nun gucken wir mal, vor dem 12. Spiel bin ich jetzt natürlich nur noch ganz knapp vor Spieler 2. Das heißt, ich bin höchst gefährdet, jetzt hier sogar die Liste noch zu verlieren und damit beide Seiten wetten. Ja, das ist die Startbedingung, mit der wir ins letzte Spiel gehen. Immerhin bin ich jetzt in Vorhand. Ja,
Hört sich erstmal gut an, aber wenn die Karte dann so aussieht, dann nützt es mir natürlich auch gar nichts. Und es kommt, wie ich es mir gewünscht habe, Spieler 2 bekommt das Spiel, Spieler 3 hat nichts. Das heißt natürlich, wenn er jetzt gewinnt, dann ist er an mir vorbei. Dann habe ich mal wieder die A-Karte gezogen und das Ganze wenigstens vor einem entsprechend hoffentlich mir trotzdem zujubelnden Publikum. Aber ganz so einfach scheint es nicht zu sein. Spieler 2 braucht auch seine Zeit. Jetzt kommt ein Karo raus und ich eröffne mal wieder mit der langen Farbe auf den kurzen Weg. So, sehr erfreulich, Stechfarbe gefunden. Das klärt natürlich immer einiges. Und jetzt kommt hier so eine kleine Abwandlung der ABC-Regel. Farbe A, das ist hier Herz, hat der Spieler nicht. Da hat er Farbe B, das ist hier Pik abgeworfen. Also hat er logischerweise Farbe C, Kreuz, denn Pik wird die Schwäche sein, es sei denn, er hat geblufft. Von daher ziemlich sicher, dass mein Partner jetzt Kreuz König blank ausgespielt hat. Bleib ich unter, Alleinspieler schnippelt. Ich stehe jetzt also noch mit Dame 10 in Kreuz gegen Ass und 9 beim Alleinspieler, sehr wahrscheinlich. Und jetzt ist natürlich die Frage, komme ich noch mal ran? Ist mein Partner trumpfstark genug, dass er diese Kreuz Ass und 10 im Spielverlauf stechen kann? Wenn der Alleinspieler natürlich eine Bubenbatterie hat. So, hat er aber nicht. Ich komme ran und damit dürfte die Messe gelesen sein, denn den Pik-Buben muss mein Partner natürlich auch noch haben. Wir haben schon über 50 Augen. Wenn der Alleinspieler den Pik-Buben gehabt hätte, hätte er ihn natürlich gezogen. So ist das Spiel jetzt schon hinüber. Kreuz Dame, den Stich mache ich auch noch. Also das war auch kein besonders gutes Spiel. Das ging auch nicht, und damit können wir Spieler 3 gratulieren. Saubere Leistung, diszipliniert, 450 mit 3 Spielen. Ich bin hier mit einem blauen Auge, wenn man so will, aus der Liste rausgekommen. Da war auch nicht besonders viel Material. Spieler 2, der hatte vielleicht sogar am meisten Spaß. Der hat es wenigstens versucht mit einem gewagten Gang ohne 4, wo er ja auch ganz schön weit gekommen ist. Aber ganz schön weit ist beim Skat eben dann doch nicht immer genug. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend, bleibt dran und wie immer, gut Blatt.